So, eben gerade, zwischen irgendwann vorhin, gab es ein Päckchen für mich, bzw. ein Brief. Es ist immer interessant, Du, dass. ja, du hast. Ich mach mal kurz meine Anlage hier aus. Es ist interessant, dass Post aus den USA erst per Päckchen verschickt wird, per Päckchen bei im IPZ ankommt, also im Postzentrum von der vom DHL und von der Post. Und dann entschlossen wird, es ist klein, komm, schicken wir es weiter als Briefsendung. Und das ist wohl hier passiert, weswegen ich mich gewundert habe, warum ich es nicht weiterverfolgen konnte. Und jetzt ist es da. Weil nach Status von deinem Tracking-Nummer steht, ist es nämlich noch immer im IPZ. So, gucken wir mal. Aber was mit Werten? Ja, alles ist alles abgeklebt. Öffnen wir mal. Ich weiß schon, was hier drin ist, weil ich hab's ja den Absender gesehen. Dann wusste ich schon, was drin ist. Puh. Bäh. Also, widerlich. So, den habe ich. Und es ist verpackt. Aha. Was Brief hier. Gut. Ja, das ist das. Und da was drin? Nö. Das heißt, der Brief aus den USA ist aber nicht da. So, machen wir auf. Wie ein Geschenk verpackt. Finde ich geil. Ich mag sowas. Wobei mich das ja schlechte Erinnerung macht an das letzte Päckchen, was ich jetzt hier auf YouTube ausgepackt habe. Und was haben wir drin? Es ist ein Koller! Und nicht irgendeins. Es ist vom Typ, was man hier in Deutschland nicht kriegt. Wow, fühlt sich richtig gut an. Nicht so künstlich wie was man sonst hier in Deutschland für Low Budget kriegt. Mit schönen Pferden drauf. Und mein spezieller Wunsch wurde auch angepasst. Dass nämlich die Größenanpassung zwar drin ist, die ist aber halbiert, weil wegen der Größe. Und dass eben der Verschluss hinten ist und der Doc-Tag zum Anhängen vorne. Macht nämlich ein bisschen was Schöneres her. Sieht zwar nicht ganz so aus, wie es eigentlich sein sollte, aber ist schon besser. Weil vorher war das Ding hier, Verschluss, Größeneinstellung. Und das sah nicht besonders schön aus. So finde ich es ein bisschen besser. Macht es ein bisschen mehr Kasten, noch mehr Kasten, als was es so schon ist von dem Motiv her. Mobilsignal Und ich finde es schön, dass das gemacht wurde. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass ein Brief aus den USA kommt, da die lange, lange, lange vor dem hier verschickt wurde. Von dem ich aber auch keine Message mehr bekommen habe. Ich glaube, schreib die Frau mal an, die mir als den Brief schicken wollte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist ein kurzes Video. Und ja, ich weiß, was ihr denkt. Wieso? Ich habe doch gar keinen Hund. Warum habe ich einen Dog Collar? Ich poste gleich. Ich zeig's euch. Ich kann mal ganz kurz. Ich packe meine für euch Hände. Deswegen seht ihr jetzt nur weiß.
Sag. Denn es ist auf meine Größe eingestellt, auf meinen Halsumfang und nicht auf den eines Hundes. Ich glaube, jetzt versteht er warum. Und Ende.